Möchtest du Hallo sagen? Hallo. Hallo. Wir haben was zum Auspacken. Wir haben was zum Auspacken und wir wissen auch, dass wir damit jetzt nicht gerade super aktuell. Ja, super aktuell sind. Wir wissen auch, dass es ein Kollege auch schon mal gemacht hat. Und eigentlich hätten wir es eine ganze Woche vorher machen wollen, aber wir haben es nicht geschafft. Da bin ich ein bisschen schuld, da ist Susanne ein bisschen schuld. Und alle. Wir tun es jetzt trotzdem, weil... Ja. Weil es geil. Weil wir einfach Bock drauf haben. Und die Rede ist natürlich von diesem... oh mein Gott, was ist das hier? Was ist oh mein das? Gott, was ist es das? Ist das Dark Souls Board Game, das nach über einem Jahr, fast eineinhalb Jahre, jetzt tatsächlich über Kickstarter fertiggestellt und endlich verschifft wurde. Verschifft ist so ein Kackwort. und nach langer, langer Warterei endlich auch bei mir in meinem Postkasten angekommen ist und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Das ist das erste Mal, dass ich auf Kickstarter auch was gebackt habe. Was hast du dafür gezahlt? Ich glaube, das waren damals die, der Mindestbeitrag waren 80 Pfund. Ich habe danach aber noch einiges an Zusatzzeug bestellt und das kommt ja, glaube ich, erst so gegen Ende des Jahres. Also das heißt, wir können dann auch nochmal unboxen mit Zeug, das der Kollege vielleicht nicht hatte. Und ja, first! Und ja, wir gucken jetzt mal, was in diesem hübschen Paket so alles drin ist. Ich meine, das Motiv, kennt ihr ja, ist ja von Dark Souls 3. Ja. Und, geht das mit Dingsen oder möchtest du Schärchen? Ich möchte ein Schärchen. Ein Schärchen. Herr Doktor. Dann scheren wir jetzt mal ein bisschen so das Plastik hier auf. Und dann einfach rupfen. Skalpell. Tupfer. Ich habe festgestellt, dass der Karton ja ungefähr dieselben Maße hat wie der Collector's Edition von Dark Souls 3. Und das ist sehr schön, das kann ich nämlich übereinander in mein Regal stellen. Und das ist ganz, ganz, ganz toll. So. Oh, ist ja schön. Er geht nicht auf. Ich möchte hier, auf der Seite ist er auch sehr schön. Das sind nämlich... Nice! Nice, da, Analando. Sieht schon, das ist schon mal schön anzusehen. Sieht schon, wo tun wir das denn hin, damit es nicht stört? Da. Das ist, ich möchte, warte. Ja. Das ist nicht wegtun. Nein. Never. Wird uns, okay, was haben wir denn? Warte mal, was steht denn laut Box? Ja, hier steht ja drauf, was alles drin ist. 27 highly detailed plastic miniatures. 9 double-sided game board tiles, 4 player boards, 64 health and stamina cubes, 15 dice, 121 tokens, 252 cards, 8 tracker dials, 1 rulebook. One rulebook to rule them all. Ja. Ich bin schon sehr gespannt, wie fett das aushält. Ja. Das Rulebook, weil ich... Einmal das hier. Ich fummel hier mal ein bisschen ran. Fummel doch. Oh. Das sind die Karten. Also es sind zumindest ein paar Karten. Da ist das drin, auf was wir eigentlich alle scharf sind. Deswegen packen wir es doch nicht aus. Ja. Man muss ja die Spannung ein bisschen erhöhen. Was haben wir da? Das ist das Rulebook. Plastik. Fantastisch. Tu es mal daher. Man erkennt aus dieser Entfernung natürlich nichts. Aber da müssen wir tatsächlich mal in Ruhe reinschauen und gucken, ob das alles Sinn macht und so. Ja, es wird sich auch noch rausstellen, ob es eine gute Idee war, die englische Fassung zu nehmen. Ach, meistens ist es immer eine gute Idee. Ja, ich denke. Ich glaube, das sind tatsächlich die 252 Karten. Ach, du Schande. Guck dir das mal an. Oh. Ja, aber das ist... Ah, nein. Das ist... was ist denn das? Das sind alles so diese Spielerkarten. Ah. Das sind die ganzen Tokens. Ja, das sind die Charakterkarten quasi. Ja. Sehr, sehr schön. Was kann man denn spielen? Krieger kann man spielen? Krieger, Assassine, was war noch drin? Krieger, Assassine. Nein, falsch. Krieger, Assassine. Das war's. Da hinten stand so drauf. Warte. Assassine, Herald, Knight und Warrior. Können wir mal. Sehr magisch. Alles. Was haben wir hier? Das sind diese ganzen Tokens. Nein! Da fällt was. Da die wunderschönen. Charakterkarten quasi. Das müssten die Spielbretter sein. Ja. Oh, komm, sag mal hier, das hier, was ist denn das? Das ist doch ein Raum, denn... Ah. Sieht aus wie ein Bossraum. Ja, Captain Obvious. Ich bin gut in Captain Obvious sein. Oh, mit Bonfire. Ja. Na, ja. Schön. Oh, mach mal die Wimper hier weg. Das was? Ist, das, das, ich hab da eine Wimper. Ja, du hast hier eine... Ja, ja.
Ja. Nee, immer noch. Das ist immer noch total kirre. Ja, ja, also das sind auf alle Fälle die Spielbretter hier. Wie man die zusammenlegt, nach welchen Regeln, gucken wir einen Teppich. Ja, Teppich. Kann man nicht nein sagen. Vor allem möchte man ja darauf hinweisen, beidseitig verwendbar. Ja. Also einmal da und einmal wie da. Klopapier. Nein. Ja, es stimmt. Ja. Da ist noch eins, okay. Okay, dann tun wir das jetzt hier mal ein bisschen wieder. Oh ja, wir kommen jetzt mal zu dem. Mach mal das coole Zeug. Ich guck mal hier rein. Wobei ich vermute mal, hier sind Würfel und so. Nice. Nein, wir sind auch immer so. Hier sind was auch immer. Das sind Lebenspunktesteinchen und so. Nice. Aus schönem bunten Holz. Ich möchte mal darauf hinweisen. So. Oh, beautiful. Beautiful. Oh ja. Ja. Also schon ein bisschen peinlich, ne, dass wir hier nur einen von den Gargoyles haben. Ne? Ja. Sehr realistisch. Keine realistische Szene. Wir haben Würfel mit Schwertern, sehr schön. So. Nein, jetzt stelle ich den davor. Es sind eigentlich nicht viele Figuren. Ne? Nee, eigentlich nicht. Aber es ist wie im echten Spiel eben auch, ne? Im Original Dark Souls. Die paar, die reichen, um dich richtig herzulassen. Ja, so richtig aufs Maul und so. Das sind die Würfel übrigens. Hier, habt Spaß. Ja, auch. Unser aller Liebling. Oh. Aber die sehen cool aus. Die sehen ziemlich cool aus. Stell den mal bitte direkt daneben, hier. So eine kleine und so eine große. Ich glaube, ich werd dieses Spiel wahrscheinlich sowieso nie spielen. Warum nicht? Ja, weil ich niemanden finde, der mit mir spielt. Ich spiele mit dir. Oh, das ist voll lieb. Aber dann müssen wir das irgendwo anders machen und nicht bei mir. Ansonsten. Wir haben einen großen Tisch. Es liegt nicht an der Größe des Tisches, es liegt eigentlich eher an den Mitbewohnerinnen. Oh ja, stimmt. Ja. Nice. Yep. Die schauen so sehr schön aus. Ja. Da wächst direkt auch wieder so der Bedarf an Pinsel und Farbe. Und dann Reality Strucks. Und dann weiß ich, okay, schon lass Pinsel und Farbe lieber stecken. Und lass sie lieber grau. Ansonsten schon ein bisschen cool so. Ja. Rein so detailmäßig. Also so mit den Blümchen hier. Ja, ich bin auch sehr gespannt auf die Add-ons, die dann kommen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles bestellt habe. Ich habe, glaube ich, nochmal für 60 Pfund oder sowas mit draufgepackt. Und da war unter anderem auch dieser Streitwagen aus Dark Souls 2. Hier. Was haben wir hier noch? Ach, ich habe sie gehasst. Anor Londo. Aber trotzdem. Schmale Gehwege, große Pfeile und hier sind die Helden. Oder ein bisschen Wumms. Ja, doch, das macht schon gut, was er jetzt. Nein! Wo ist er? Doch, da. 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 Schnell, bevor er weg ist. Und hier, jetzt können wir nochmal, falls du mal mit der Kamera hier drüber möchtest. Oh. Mit Heldenfiguren. Die man auch gleich erkennt, weil sie braun sind, statt grau. Das ist unwahrscheinlich grandios, Bob. Ja. Yeah. Ja, das ist sehr, sehr cool. Was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, ich lasse es einfach und spiele das Ding gar nicht und baue mir einfach ein Diorama daraus. Das haben wir. Aber nur dann, wenn du tatsächlich anmalst. Ja, aber ich möchte das selber nicht. Nicht anmalen? Ja. Warum nicht? Ich glaube, grundieren kriege ich noch hin. Aber der Rest ist mir schon wieder zu detailliert. So jemand wie ich. Ja. Du hast auch keine Geduld dafür. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass ein bisschen mehr Figuren dabei sind. Also vor allem so Goons und Minions und. Da muss ich sagen, wobei ich habe das Kronenbrettspiel habe ich gespielt. Das hatte, keine Ahnung, irgendwie auch so großformatige Blisterpackungen, 5 Stück oder sowas, wo alles voll mit Figuren war, wo es schon schwierig war, irgendwie den Ort zu finden, wo dann die Figuren reingepasst haben. Da ist das sehr übersichtlich, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, aber ich kann das natürlich auch nicht sagen, ohne dass ich es gespielt habe.
Es ist, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass es endlich angekommen ist. Es war eine sehr lange Wartezeit, aber mich freut es genauso im Nachhinein, dass, das war ja innerhalb von Tag 1 oder von den ersten 24 Stunden haben die ihr Ziel ja so weit übertroffen gehabt. Ich glaube, bei knapp 2 Millionen waren die am Schluss dann. Ne? Also ja. am Ende der Kampagne. Alter, Junge, gesoffen oder was? Mann, ja, ist doch wahr. Hier, so. Ja. Ja. Nee, schaut sehr, 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 sehr schön aus. Ja, wie gesagt, ich denke, wir machen einfach die Schachtel nochmal auf, wenn der Rest dann irgendwann Ende des Jahres eintrudelt. Dann bin ich nämlich selber überrascht. Ich habe keine Ahnung, was ich bestellt habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich locker nochmal 300 Pfund hätte ausgeben können und dann echte Auswahl treffen musste. Das ist immer dieses mit Bye. Schön. Bye. Ja. Schön, auch haben. Ja, weil bei kommt dann, von dann bei. Dann siehst du die Rechnung am Ende und denkst dir so, ja, danke, herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, keine Ahnung, was das jetzt noch alles ist. Das sind die ganzen Karten. Ja, das ist... Oh. Nein, echt jetzt. Ich kann ja mal. Also hier haben wir Ghostly zumindest Waffenkarten. Sind das... Oh, ja. Hier, sehr schön. Jo. Claymore, das gute Claymore. Ich weiß noch nicht genau, was mit dem Union Jack da die Karten sein sollen. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht ist da die Deutschlandflagge drauf, wenn man es in der deutschen Version hat. Ich guck jetzt mal hier rein. Also ich gehe mal schwer davon aus, das sind auch einfach Gegnerkarten. Das kann natürlich durchaus sein. Was der Union Jack da zu suchen hat, keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Ich bin neugierig, ich muss jetzt reingucken. Ja, mach doch. Aber da musst du währenddessen was erzählen, weil das ist ein unfassbares Gefummel hier, wie üblich mit diesem Plastik. Du kannst doch auch einfach die Schere nehmen. Nö, ich bin schneller. In meiner Einbildung. Das ist normalerweise der Punkt, wo man Zeitraffer mit ins Video nimmt, ne? Ist dir klar. Möglicherweise, ja. So, fertig hier. Ist der Union Jack überall hinten drauf? Ne, der ist tatsächlich nur. The Dance of the Boreal Valley. Executioner Smoke. Boreal Outlook. Die Karten sind übrigens auch sehr hübsch. Ja. Also sie haben sehr, sehr, sehr viele Symbole. Kamera, hierher, bitte, Kamera. Sehr viele Symbole, die bestimmt ganz viele wichtige Sachen aussagen, von denen wir jetzt nicht wissen, was sie aussagen sollen. Aber sie sind auch sehr schön, finde ich. Also rein stilistisch haben sie es sehr cool gemacht, ja. Die Umsetzung. Das ist schon alles sehr aus einem Guss. Ich frage mich gerade, ist das hier ein Digi-Kreuz? Sieht so aus. Man kann das Spiel übrigens auch mit Controller spielen. Nein. Geil. Ich glaube nicht. Eieiei, sorry. Achso, das sind Boss-Fähigkeiten oder Gegner-Fähigkeiten. Das hier sieht aus wie Sachen, die man selber kann. High Voltage. Electric Hammer Smash. Ja. Das sind die ganzen... Ja, genau. Das würde mich jetzt natürlich auch interessieren, ob es da eine Möglichkeit gibt, Smoke und Ornstein auch hier im Hard Mode zu spielen. Also andersrum. Thug Life, ja. Sehr schön. Sehr schön. Schön. Cool. Ja, das war's vom Inhalt. Was ist das hier? Das sind Nupsis. Ah. Gut. Keine Ahnung, was man mit den Nupsis so macht. Wäre das auch geklärt? Nein, ich habe echt keine Ahnung. Die waren hier mit drin. Ja, das ist. Kann man drauf hinkommen. Das ist der Inhalt des Dark Souls Board Games. Ja. Und. Ich find's geil. Ja, ich find's auch super. Also vor allem halt die großen, die sind richtig, richtig geil. Sollte sich jemand berufen fühlen, meine Figuren richtig geil zu bemalen für umsonst. Hit me up. Nein, die sind schon echt. Meldet euch bei Nico. Ja. Nein, das ist so. Oh. Schön. Ja, ja. Ich hab mich lange nicht mehr so über Post gefreut, aber das liegt vielleicht daran, dass sonst immer bloß Rechnungen kommen. Wenn du jemanden zum Spielen brauchst und ein Heim zum Spielen, sag Bescheid. Der kleine Nico braucht jemanden zum Spielen. Oh. Ja, an der Stelle, danke fürs Reinschalten. Geil. Auch wenn wir viel, viel später dran waren als der Kollege Nitsche, aber das hat vielleicht auch gar niemand gesehen. Wir sehen uns dann hoffentlich Ende des Jahres nochmal mit dem Rest. Und gucken dann zusammen, was da drin ist. Wir sind dann nämlich genauso gespannt wie ihr. Vielleicht. Vielleicht auch gespannter. Weil möglicherweise gespannter. Wir schon dafür gezahlt haben und noch nicht wissen, was wir bekommen. Ja, servus, macht's gut, ciao.